Ich hab vergessen, das Headset zu nehmen. Ja, hier geht's weiter mit dem nächsten Part des Let's Plays. Momentan sind die FPS nicht mal so gut, aber wen kümmert's? Hauptsache man kann zocken. Ja. Also, es ist ein echt schöner Tag. Später kommt ein Freund von mir. Dann feiern wir in die Woche rein, ins Wochenende. Ja, das wird echt ein schönes Wochenende. Morgen wird dann natürlich auch der nächste Part kommen. Ja, warum läuft es schlechter? Ah, stimmt gar nicht. Ja, was machen wir denn jetzt mal? Wir können ja mal. Keine Ahnung. Also, wir haben ja einen Diamanten gefunden, aber wir könnten erstmal ein paar mehr gebrauchen, denn ich würde mir zuallererst lieber mal eine Diamantspitzhacke bauen. Das ist nämlich das einzig nützliche Item momentan. Was braucht eine Diamantschaufel, wenn man damit kein Obsidian abbauen kann? Gucken wir mal ein bisschen, ob ein Schaf kommt oder so. Ich hatte die Idee, hier einen Aussichtsturm oder so einen Kack zu machen. Aber da ist eine Höhle oben auf der Höhle. Cool. Und da ist Kohle. Ich komm nicht ran. Ich bin doof. Warum nehme ich eigentlich die Eisenspitzhacke? Die ist zu wertvoll. Was soll's? Aber cool, dass wir immer Kohle finden. Die ist so selten hier. Mal sehen. Abbauen. Abbauen. Jetzt gehen wir mal runter. Und ja. Okay. Holen wir das hier mal ab. Oh, ja, ich bin ja gar nicht runter. Nehmen wir die Fackel wieder mit. Können ja ein bisschen was zubauen. Und so weiter und so fort. Okay. Also, wenn wir genug Glas haben, machen wir jetzt mal hier mal ein paar schöne Fenster rein. Ein ganzes Deck voll. Das ist ja mal wieder schön. Hier ist nämlich so trostlos und traurig drin. Ah, das ist ja richtig schön. Richtig geil. Ich glaube, ich mache hier mal eine, ein bisschen höher. Jetzt bräuchte ich aber erstmal eine Hacke oder so. Jetzt haben wir natürlich keinen Scheiß mit Holz. Ja, dann machen wir einfach mal ein paar Stickies. Nein, falsch. 12 Stück. Ist auch mal wieder schön. Und wir sollten auch bald mal einen Glasboden machen. Dingsterboden machen. Ja, was wollten wir mal machen? Ach ja, eine Schaufel. Ich wollte doch eine Schaufel machen, oder? Wie auch immer. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ups. Fruit Salad. Yummy, yummy. Ah, toll! Aber dann können wir gleich hier so einen Aussichtsturm bauen. Aber jetzt lieber noch nicht. Ich glaube, ich mache das hier noch ein bisschen weiter später. Oder jetzt. Wir werden ja nicht gleich getötet, oder? Mit irgendwelchen Creepern, die auf einmal spawnen, vor allem bei Peaceful. Ja. Ich habe bald ja Geburtstag und ich feiere eine richtig geile Party. Na gut, so geil wird die bestimmt sowieso nicht, aber ich freue mich jedenfalls schon sehr. Okay. Dann machen wir jetzt folgenden Scheiß. Wir nehmen das hier alles. Bauen die Scheißkiste ab. Boah, da ist ja mal richtig viel rausgefallen. So, okay, dann machen wir mal weiter. Und ich buddel noch ein bisschen weiter. Hoffentlich kommen wir jetzt nicht irgendwie wieder raus. Ups, das war jetzt nicht gut. Oder ja, schwabbelba, blablabla, blablabla. Ich bin ein bisschen komischer. Aber mir macht das Let's Play einfach Spaß und ich liebe es so. Ja. Ich bring den Müll jetzt raus. Ich bring den Müll jetzt raus. Ich bring den Müll jetzt raus. Wow.
Ich rede auf einmal so leise. Oder? Ich weiß nicht. Und ich habe mal wieder nicht die Zeit gestellt. Ich Schlauhau. Ich film einfach mal so drauf los. Ja, wie lang filme ich jetzt? Egal, ich mache einfach nach Nase. Vielleicht werden es ja zufällig zwei Parts. Aus einem Part, den ich drehe. Ja, okay. Kommt jetzt die Workbench hin? Oder der Crafting-Table? Bim, 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 bim. Ich könnte mal wieder ein paar Fackeln gebrauchen. Okay. Jetzt überlege ich mal hart. Hart und fest von hinten. Ja. Das ist ja nicht so schön hier. Deswegen mache ich hier mal so. Guck. Manchmal sage ich leider nichts. Das ist ja auch so traurig. Manche fangen dann richtig an zu heulen, ich weiß. Mach sie noch ein bisschen weiter. Es soll ja eine große Etage werden, keine kleine, so wie. Keine Ahnung. Oh, schön hier Gras wachsen, ne? Das müsste heißen, dass hier in der Nähe irgendwo. Ja, hier ist ja sowieso Gras. Das müsste auch bald mal rausgehen, oder? Ja. Okay. Oh. Das ist ja mal nicht so gut. Aber doch eigentlich schon. Können wir hier mal ein bisschen Glas hinmachen und dann mal runter gucken. Können wir mal so vor irgendwelchen Viechern geschützt sein. Zum Beispiel den Wölfen. Wölfe, ich hab Angst. Jetzt würde ich vielleicht, wenn ich mehr Bock dazu habe, ein paar Ausschnitte von Begegnungen mit Wölfen zeigen. Aber ich habe keinen Bock zu. Okay, jetzt haben wir den Raum etwas größer gemacht und hier müsste ich jetzt theoretisch auch ein. Oh, ist das etwa zu hoch, dass ich schon die. Geil! Ist gerade eine Idee gekommen. Wir machen jetzt was richtig Geiles. Ich werde mich schon wundern. Nein, bestimmt trotzdem nicht, aber. Ich lade währenddessen den Part. Welcher Part ist das jetzt? Part 7 hoch. Und ich hoffe auch, dass ihr euch enjoyt, vor allem weil da was richtig Geiles passiert, ne? Ja. Von hier aus könnte man dann richtig gut die Gegner abschießen, ne? Machen wir das hier auch mal aus Glas und das und so weiter und so fort. Aber hier muss natürlich auch eine Fackel hin, ne? Sonst spawnen die auf einmal hier. Auf Glas vor allem. Aber das ist ja mal richtig gemütlich hier, diese Etage. Machen wir mal ein Glasdach, das sieht dann so schön aus. Dann kann man auf Creeper von oben beobachten, wie sie auf einmal Bruch machen und dann bist du tot. Haha. Ach ja, wenn ich Leute jetzt Fotze mit Zensur beleidige, dann ist das nicht ernst gemeint, sondern ist nur Spaß. Merkt ihr das? Die Person, die ich jetzt meine, wird wahrscheinlich wissen, wer gemeint ist. Nee, die wird es bestimmt nicht wissen. Die ist ja so eine F-Sternchen-Otze. Der war nicht gut. Okay. Sieht schon sehr gemütlich aus. Oh, es wird Nacht. Nacht, Nacht, Nacht. Ich bin so schlau, ne? Also ich habe bestimmt einen IQ von 3 Milliarden. Jetzt müssen wir den Boden aber bald mal mit Stein auslegen, sonst kommen überall Kühe. Und dann fressen die mich auf einmal auf, weil es dann auf einmal kannibalische Kühe sind. Aber kannibalische Kühe kann es gar nicht sein, weil die mich dann fressen, nicht ihre eigene Artgenossengesellschaft oder so. Was eine Artgenossengesellschaft. Molukken. Molukkenbiber. Ja, meine Mutter ist gerade ein bisschen aufgeregt. Wir haben in den nächsten Tagen einen besonderen Tag. Meine Schwester wird 18 Jahre alt.
In einer Woche. Meine Mutter ist ziemlich aufgeregt. Ja, eindeutig. Ich wette, sie kommt gleich wieder reingeplatzt und fragt, was ich, wieso ich mit mir selber rede. Aber nur vielleicht. Das ist ja so typisch meine Mutter. Dabei habe ich sie schon zwei oder dreimal erklärt. Ist eben nicht mehr die frischste. Oh, ich habe gar keinen Ton an, fällt mir gerade auf. Ich habe gestern eine Monsterfalle gebaut. An meinem Häcksler, den ich im Let's Play habe. Nee, in meiner Let's Show, die Game German gefilmt hat. Und davon gibt es natürlich auch ein Video, guckt mal auf meinem Kanal. Und da habe ich ja ein paar Minuten gebraucht. Und wieso dauert das lange, den Sound aufzustellen? Gut. Gut, dann drehe ich mal ein bisschen auf, damit ihr auch Geräusche hören könnt. Zum Beispiel das hier. Oder das hier. Moment. Für Leute, die Minecraft, kein Minecraft spielen, mache ich immer irgendwelche behinderten Geräusche. Jetzt hier. Stirb, du Scheißhuhn. Das kennt ihr ja noch. Stirb! Verreck, Brokkoli! Ja, ich bin mir nicht sicher, wie lange der Part noch gehen müsste. Deswegen werde ich einfach gleich mal in 2 Minuten aufhören. Können ja natürlich auch alles aus Glas machen, aber das wäre dann ein bisschen blöd. Wo bleibt dann das Natürliche dran? Ich könnte 32 Mal Kohle verbrennen. Muss ich nochmal hochgehen und Kohle holen? Schöner Ausblick nach draußen. Ja, was ist nochmal draußen? Ja, ich wollte eigentlich nur Cobblestones holen. Ja, es reicht. Noch nicht nach ganz unten. Da kommt das hin, glaube ich. Ach ja. Gruselige Geräusche überall. Wahrscheinlich ist das die Cave, die ich da oben gefunden habe. Wollen wir die mal erforschen gehen? Nein. Och, wieso macht diese Geräusche wie Kühe, ey? Nein. Ihr seht ja richtige Kühe. Halt die Fresse, Mann. Halt die Fresse. Ich rede mit meinen Gästen. Na gut, die hören sich auch aus wie Kühe. Boah, riesig. Riesige Höhle, Junge. So was habe ich noch nie gesehen. Okay. Also, das ist mal richtig lustig hier gerade. Das sieht unförmig aus. Habt ihr eine Idee, was ich machen könnte jetzt? Ich würde wahrscheinlich ein bisschen weiter an der Mine arbeiten. Das ist ja ziemlich nah an unserem Cave vorbei. Das hat weh getan. Muss ja noch schon ein bisschen Clingstone gemacht haben. Das heißt, die ersten paar Plätzchen können wir enterdet werden. Okay. Dann gucken wir mal, ob schon wieder welche fertig sind. Ja, 3 Stück. 3 Stück, meine ich. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ups.
Gut. Tut, tut. Wie viele sind jetzt fertig? 2. Ups. Ja, schmeiß weg die Scheiße. Das mache ich aus Glas. Dann haben wir mal so schön Licht reinbekommen. Natürliches Licht. Okay. Das ist echt schön geworden. Ich glaube, das war's langsam mal mit dem Part hier. Ah, jetzt setzen wir hier nochmal die Cleanstones. Oh, er nimmt an, dass ich noch auf der Leiter bin. Vielleicht kann ich auch mal einen Part spielen, indem ich den hier anmache. Das ist dann mal so wischiwaschihaft. Ich glaube, das mache ich im nächsten Part, aber das wird ziemlich nerven. Das war's, euer Prodigy Killer.